Auf alle Fälle. Aber ich meine, ob das dann in Deutschland genauso übertragen wird, praktisch jetzt bei der Amis oder so. Wahrscheinlich wird es eine gestrappte Version werden. Ja, das ist nämlich meine Befürchtung. Es wäre aber nichts Neues, also von Nee. daher. Es wäre auch, was zum Beispiel im Let's Play Forum sehr großen Anklang gefunden hat, was YouTube niemals in Deutschland reinbringen wird, das ist die Tip Jar. Also sprich, dass du bei amerikanischen Let's Playern oder allgemeinen YouTubern hast du die Möglichkeit, direkt irgendwie ja, so einen kleinen Tipp dazulassen. Jo, das ist ja gut, bei der Amissee gang und gäbe, ne? Dann. Ja, natürlich, klar, aber im Endeffekt sagen sehr, sehr viele, ach du, warum nicht? Dann könnte man zumindest sagen, ja, okay, ich nerv meine Leute nicht mit Werbung, um da ein bisschen Kohle zu verdienen, und stattdessen ist halt diese Tipjar da. Aber das wollte YouTube für Deutschland niemals einführen, was sehr stark kritisiert wurde. Ja gut, vielleicht durften sie es auch nicht. Das ist wieder das Nächste, ne? Ja, da geht Weil da es musste nämlich. man die Steuern dann berücksichtigen. Der Vater Richtig. Staat kriegt ja wieder nichts. Dann ist er wieder, ja, traurig. Ich Ich habe denke hier mal eher, gerade es wird darauf beruhen. einen ganz ekelhaften Ton gehabt. Ich weiß nicht, wo der herkam. Ja, bei mir ist es immer so, immer wenn ich im TS bin, wird bei uns oben die Schranke geöffnet und alle Autos fahren bei mir am Haus vorbei. Ach so, Ach okay, das so, war. du wohnst unter der Schranke oder was? Das ist auch nicht, Das ist nicht grundsätzlich schlecht. so. Ich glaube, hier fährt nie ein Auto lang, außer wenn ich im TS bin und wenn was aufgenommen wird in irgendeiner Form. Ich glaube, so wie Krian seinen Charakter aussieht, wohnt er eher unter der Brücke. Ich habe gedacht, unter der Schranke, jetzt, so wie ich es gesagt hatte. Nein, 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 nein. Doch Guck mal, nicht. von den Oberarmen her könnte er hier die Schlagbäume auf und zu machen. Irgendjemand kann mich doch wohl leiden. Hilft mir. Sieht das Ja, jemand nicht? natürlich. Die Dinos sind doch da. Shit. Stimmt, die haben mich zum Nicht Fressen gut. gern. Jo. Aber die haben dich gern, ne? Also von daher. Oh. Super. Oh, wo? Verdammt. Das war ätzend. Ach da. Ich dachte gerade schon, ist er jetzt aufgewacht. Mann. Ich bin gleich wieder da. Der hat mir irgendwie mehr Schaden gemacht, als ich wollte. So. Schön, Happa Happa machen, Kollege. Ah, das wird dauern, bis der Fahrer fertig ist. Ich war gerade dabei, mir so einen scheiß Dilo zu zähmen. Der sollte halt dazu dienen, um ihn ein bisschen zu füttern. Und dann habe ich hier ein bisschen Leck gehabt, das aber mal an meinem Top liegt. Was macht man eigentlich gerade alle? Ich fange gerade Sterben. einen Para. Ich wollte ein Dilo. Ich laufe hier im Dschungel rum. Bin schon gar nicht mehr Ja, dann gehen gestorben. wir da aus dem Ich muss es mal Weg wieder hier. ändern. Mache ich meinen Strandspaziergang. Ach, hier stehen Moppel und Saphire rum. Ja, wir halten Wache. Treudo warten Sie, dass ich wieder zurückkomme. Ach, bist du an dem Lagerfeuer? Oh, das ist natürlich auch geil. Eine Supply Crate in einem Megalodon verseuchten Gewässer. Das bringt es total. Ja, ich habe mir auch gerade überlegt, gehst du da rein? Nee, da war ja was mit Fischen im Wasser und so. Ja, doch. Ganz lustige Zeit genossen, die Megalodons, das kann ich dir sagen. Ich finde die Mega-Piranhas nicht minder beschissen. Vor allem nicht, wenn man gerade irgendwie seinen Rucksack sucht. Ich wüsste jetzt keine Begrenzung. Also ich meine, du kannst Dinos tamen, so viel du willst, so lange du willst, so lustig du bist. Oder? Wisst ihr von irgendeiner Begrenzung, dass man nur X Dinos haben kann? Nee, wüsste ich jetzt nicht. Bisher nicht, nö. Das Dino-Level wurde jetzt angehoben. Das soll irgendwie, also das Level-Cap soll jetzt vom Spieler auf 64 sein und bei den Dinos auf 38, habe ich heute gelesen. Bei Dinos auf 38, aber die laufen Natura schon mit 50 und so rum. Warte mal, ich suche mir mal eben die Patch Notes raus. Die habe ich, glaube ich, sogar hier noch offen irgendwo.
Wo hatte ich das denn? Das war der Twitter-Eintrag von Arc Team Patch Notes. So. Also, Raised Max Player Level to 64 und insgesamt 120 additional Engrams Points und Max Tame Dino Level Additions to 38. Das heißt, wahrscheinlich kannst du die von dir getamten nur bis Level 38 hochpowern. Ah, okay, das kann gut sein. Das ist eigentlich gar keine blöde Idee. Also wenn du ein T-Rex-Blatt kriegen willst, ist so eine kleine Horde von Raptoren bzw. Dilos doch sehr attraktiv. Ich habe letztens gesehen, Raptor gegen einen Rex, und der Raptor ist so schnell, der huscht ihm immer um die Beine rum. Der kriegt den gar nicht so richtig zu fassen. Hm. Die sind ja auch mies. Salut, Saskia. Dein Kistensystem... Was mit meinem Kistensystem? Oder irgendein bestimmtes System, oder? Ja. Chaotisches Lagersystem. Also alles wie immer, alles klar. Genau. Ich hatte mal sowas wie eine Planung, die habe ich aber auch relativ schnell wieder verworfen. Hallo Saskia. Mal gucken, wo passt was hin. Also auf der... Wenn du reinkommst, auf der rechten Seite sind eigentlich meistens Beeren und sowas drin. Und nur die äußeren Kisten sind so für Reste oder Equipment oder Samen oder sowas. Also im Endeffekt kannst du momentan noch reinschmeißen, wo du lustig bist. Weil die kleinen Kisten eigentlich nicht viel bringen. Also da warte ich dann lieber auf die großen Storage Chests. Ich werde auch die Map von den Server definitiv aufbewahren. Da werde ich dann beim nächsten Livestream weitermachen. Saskia, weil ich keinen Bock auf Seven Days to Die habe. Weil mich das Spiel momentan echt ein bisschen annervt, muss ich ehrlich eingestehen. Also jetzt nicht annervt in dem Sinne, aber ich finde es momentan echt ein bisschen zu eintönig. Da habe ich für so einen Stream an Ark momentan wesentlich mehr Spaß. Ich weiß, schockierend von mir zu hören, dass ich mal keinen Bock auf Seven Days to Die habe. Ja, habe ich aber heute auch gemerkt beim Aufnehmen. Das ist, alle warten auf die Alpha 12 und ja, es fehlt wieder ein bisschen was Neues einfach. Ja, es ist, die Änderungen aus der Alpha 11, die sind so schnell ausgelutscht gewesen, und ich glaube auch, es ist schön, die ganzen neuen Sachen aus der Alpha 12 da reinzubekommen, aber es fehlt dennoch irgendwann früher oder später an der Abwechslung. Finde ich jetzt persönlich. Ich meine, klar, du hast immer mehr Möglichkeiten, aber es fehlt momentan echt der große Anreiz für Seven Days to Die. Guck mal, die Burg zum Beispiel, die ich da in Planung habe, wo ich ja die äußere Burgmauer schon fast fertig habe, die ist auch momentan pausiert, weil ich kann die Blöcke momentan echt nicht mehr sehen. Ja, viele werden bestimmt auch gedacht haben, ja, Alpha 11, okay, Minibikes sind mit dabei, und dann doch die Enttäuschung war nicht mit dabei. Ja, ich meine, selbst wenn, also das Minibike kommt ja definitiv mit der Alpha 12, aber ja. selbst das ist jetzt so, ja, mal kurz nice to know und testen und hast du nicht gesehen, und in einem Let's Play sicherlich auch interessant, aber im Endeffekt ist das auch sowas, das reizt mich dann vielleicht ein paar Stunden und danach ist das Ding so gewöhnlich und naja, weiß nicht. Muss man gucken. Ja, aber gut, am Ende, wenn man alles hat, ne, aber... Ja, das hat Goro am ersten Tag immer alles. Psst. Soll doch nicht jeder wissen. Will einer von euch eigentlich Narco-Berries? Wollen oder haben? Wollen. Sonst tue ich sie auch in der Kiste. Also ich brauche sie jetzt erstmal nicht. Ich habe hier noch 42 im Para drin. Das dürfte eigentlich reichen. 42? Ja. Da würde ich sagen. Ja, den kann ich hier ins Koma hauen, wie ich lustig bin. Das war auch mal so weit. Es hätte nicht mal lange gedauert. Vielleicht 2 Minuten noch, aber dann verlaufen. Ich bin gespannt, ob ich es heute noch hinkriege, irgendein Viech zu tamen. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, hier, Frankie sagt es gerade schon. Nach einem Jahr sind Zombies langsam echt eintönig geworden. Bisschen pronto.
Hey, Zarflu, aber ich find's interessant, dass Frankie auf die Jagd oder ein Spiel mit Dildos haben möchte. Frankie? Welch ein oh. Herr. Das ist, glaube ich, noch so ein passender Moment, um zu erwähnen, ja, der die Videos, also der Livestream, kommt bei okay. YouTube Live inklusive Chat. Der Chat ist eingeblendet und wird auch lesbar sein. Oh. In Farbe und bunt. Ja, genau. Und du bringt nix. Verdammt. Ach, scheiße. Ach ja, was wäre der Alltag ohne Spaß? Mir fehlt irgendwie einer von meinen Spucker. Ja, vielleicht ist mal irgendwann einer umgekommen. Geht ja sehr verschwenderisch um. Kennst du eigentlich Hatari? Oder einer von euch? Das ist wohl nein? Nein. Geht davon aus? Ich habe früher Atari gespielt, ja. Ach, meinst du das? Ein Hatari ist ein Film. Mit John Wayne. Nee. Was ist denn dein Großprojekt gewesen? Was ging so in dem Film? Um Tierjäger. Sechs Safari-Typen quasi. Mit John Wayne. Ja. So ein bisschen Liebesgeschichte natürlich mit rein, gehört ja in jeden Film. Ach, meinst du Serie? Nee, ne? Nee. Ach, nee, Serie, das war Daktari, hieß die Serie. Genau. Ach, mit dem Affen, und da war doch was. Ja, na, genau. Und mit dem schielenden Löwen. Ja, oder schielende Löwe, ja. Genau. Was war das Kommando nochmal? Permit, oder? Ja. Um jemanden kurzfristig. Ja, permit. Korrekt. Oh, Saskia war wieder böse. Saskia ist doch immer böse. Böse Saskia. Aus. Ich hätte jetzt gern so ein Schweinchen, aber die sind hier alle ausgestorben. So, du darfst. Geh auf die andere Seite. Das sind ich habe gerade noch eins getötet. Obwohl ich den. Ich habe es mit der Faust getötet. Nein, ich muss eben mal kurz gucken, ob hier irgendwas in der Nähe ist. Gut, dann kann ich auch mal kurz Twitter aufrufen. Net? Das Tolle ist, die Leute können jetzt im Stream einzeln die Zeichen rauskopieren und können dann ebenfalls das Bild sehen von Zaflu. Das ist ja egal. Ja, das ist doch cool. Ich habe gedacht, dass es schlimm wäre. Und hallo, Philibeats. Servus, Philibeats. Schönen guten Abend. Bist du jetzt mal echt hier? Also. Ja, Rauchen ist ungesund, deswegen fängt das gar nicht erst an. Aber wer darüber meckert, der sieht auch, dass es ungesund ist, über das Rauchen zu meckern. Siehe Nightbot. Oder so. Ne? Ach, wir sind das, blöd. Wir sind ganz natürlich. Das ist wie wenn man mit kleinen Kindern unterwegs ist mit den ganzen Spuckern. Immer fehlt mal wieder einer. Und sie spucken auch alle. Das ist echt passend gewesen. Ja. Wie taucht man mal auf? Warum taucht er nicht auf? Ausdauer aus. Jo. Dann, nein! Dann könntest du jetzt gerade ertrinken. Ach, ja, na, das ist dann so. Strandnähe. Aufs Schaufs. Servus, Mr. Lapierre. Ach. Ist nicht schlimm. Was für ein Auto hast du denn geholt? Das nervt. Das Scheiße ist sowas. Oh, da komme ich auch nie wieder hin, rechtzeitig. Ich war viel zu weit weggelaufen mittlerweile. Ich würde es ja sehr begrüßen, wenn man zum Beispiel diesen Einmal-Schlafsack speziell für sich benutzen könnte. Dass man dann sich so einen Einmal-Schlafsack irgendwo mitnehmen kann, ohne dass der ganze Tribe darauf zugreifen könnte. Achso, das ist nicht so, oder was? Ich dachte, gerade weil es halt einmal nur zur Verfügung steht. Nein, es kann, wenn du im Tribe bist, kann jeder drauf zugreifen. Ja, das ist scheiße. Ah, Passat-Variant. Nett. Ja, Zaflo, das glaube ich dir, dass das doch ein bisschen größere Angelegenheit war. Jo, mach das, Saskia.
Na, ob da schon einer gestorben ist? Bei Orme? Mhm. Ich würde ja sagen, frag Saskia, aber die ist ja, glaube ich, jetzt schon wieder weg. Ach, mein Stego, geh mir aus dem Weg. Klar. Ich finde es halt scheiße, dass wie bei 7 Days to Die so ist halt, wenn du dein Bett gesetzt hast oder beziehungsweise für ein Trade das Bett, dass es nicht angezeigt wird auf der Map. Das ist halt schwierig. Vor allen Dingen, weil ich nicht weiß, jetzt läufst du da lang, läufst du da lang. Bei 7 Days to Die? Nein, hier, in dem Spiel. Wie? Weil du gerade 7 Days to Die gesagt hast. Ja, im Vergleich dazu. Ach so, ja, ich habe das Wie irgendwie überhört, deswegen. Ja, wie? Ja, Gorondor versteht kein Deutsch. Gorondor nix Deutsch. Doch, ich verstehe Deutsch, aber nur die Hälfte, deswegen. Ja sicher. Das wäre schön gewesen. Aber vielleicht kommt es noch. Philly Beats, worum es in diesem Spiel geht, ganz einfach um sowas hier. Ach, du drückst jetzt die Kacken-Taste. Ja, das auch. Pass auf. Moment. Achtung. Psst. Oh, falsche Taste. Aha. Okay, meine Kackentaste ist kaputt. Du hast so viel geschissen. Herzlichen Glückwunsch. Scheiße. Jetzt nee, eben nicht. Jetzt muss ich gleich mal gucken, warum meine Kackentaste kaputt ist. Warte, ich muss eben kurz den Dino hier nochmal füttern. Scheiße, Raptor, verdammt! Ach. Options. Ich hab gedacht, der hat ihn getötet. Wo ist denn mein Z? Nee, Defecate. Stimmt doch. Ach, natürlich. Ja, es ist ja, ich drück ja Z, das ist ja das Problem. Du drückst nicht stark genug. Ach, ich bin wieder tot. Und ich setz Ach, jetzt kann ich meinen Rucksack vergessen. Z. Super. Ah, alles klar, die haben ja umgestellt. Alles klar. Moment. So. Pass auf. Ich habe Kacke gemacht. Kann ich sogar aufheben, wenn es nicht den Berg runterkullern würde. Das machen wir auch nochmal. Jeder setzt hier einen Haufen und dann lassen wir den Berg runterrollen und setzen Wetten drauf, welcher Haufen schneller. Du meinst quasi dieses Käserollen. Ja. Das erinnert mich so an die. Das erinnert mich so ein bisschen an die Simpsons-Folge, wo sie den Bus die Losorange. Ja. Los Banane! Genau. Ach ja, das Bett war ja wieder noch. Ach nein. Ja, ich doch auch. Ach, und dann noch einen halben Kilometer wieder. Ja. So, der Para ist auch gleich fertig. Jetzt brauchen wir eine Minute 10. Der blöde behinderte Bronto. Sieht dein Team jetzt etwa ausgedünnt? Nee, Gott sei Dank habe ich alle auf Passiv gerade stehen. Kann doch nichts dafür, wenn der Bronto über den Viech drüber latscht, was ich hier gerade tot hack, und dann hacke ich ihm ins Bein rein. Ja, was hackst du da auch? Ja, so ein ausgenocktes Viech. Komplett platt machen noch. Ach, das ist nur ein Bronto, den kriegst du doch hin. Bloß das Blöde ist, ich glaube, der lässt gerade ab von mir. Wenn ich jetzt aber wieder hingehe, dann macht er weiter. Mhm. Du musst nur eine Weile wegbleiben, dann lässt er dich auch in Ruhe. Ich bin 100 pro gleich tot. Tot in 3, 2, 1. Nein. Hatte ich Glück. Ich warte noch auf die Meldung. Ich auch. Mein Glück ist hier echt überragend heute. Es ist der Wahnsinn. Was wollen wir trinken? Jetzt hätte ich nichts gegen den Kurzen, ey. Einen Kurzen? Oh, mehr. Ach, das gibt's doch gar nicht. Wenn ich da einem auf den Geschmack gekommen bin und so weiter. Steigst ein, Spucker. Wer ist denn gespawnt im Bett? Oh nein, noch einer. Das war vorhin ich mal irgendwann. Ja, die Zeit ist abgelaufen, ich hab drauf gedrückt und irgendwie komme ich woanders raus. Oh, ein Dodo. Oh, White Screen. Ah. Ich laufe ja auch noch in der Nähe. Ja, Garten, das Schwein ist an einem Kumpel von sich festgebackt. Ja, das ist immer der Nachteil mit den
Dinos, wenn du sie in die Ecke treibst, dass sie irgendwo festbacken. Idealerweise ist ja immer ein Stein, den kannst du ja dann kaputt hacken. Aber wenn er so wie bei mir jetzt hier im Felsen halt drin hängt, kann er da auch mal ganz drin stecken bleiben. Habe ich auch schon ein paar Mal gehabt. Macht Spaß. Ist das denn eigentlich hier für eine komische Felsenlandschaft? Ich bin aber so auf der Insel auf der anderen Seite der ganzen Geschosse. Da war ich auch, das sind übelste Felsen, ne? Ja, und ich sehe irgendwie noch nicht die Möglichkeit rüberzukommen, weil es ist ja verdammt tief, das Wasser. So. Und hier wächst nichts, kein Baum, kein Schwarz. Du bist auf einer Insel, ich bin jetzt an dem Strand durch die Felsenback bis durch und dann war wie ein Abfluss. Da war ich, aber es waren nur Felsen. Ach, ich liebe die Paare, die sind immer zu blöd zum Laufen. Hier sind nur Felsen, keine Büsche, keine Bäume, nichts. Ja. Das sah sogar ein Flugsaugler, ganz oben auf irgendeinem Felsen. Wie lange müsst ihr? Oder sollte das heißen, wie lange macht ihr noch? Also auf uns ein Stück Strot ist. Ach Mensch, warum? Ich weiß schon, warum ich den Fahrer Susanne genannt habe. Läuft überall rein, wo es nichts zu suchen hat. Volle Kanne Susanne. Ja. Kannte auch mal so eine. Wäre das auch ja, leicht, wenn du nicht einfach runter, vor der Hütte quasi kommst. Da läuft gerade einer lang. Also, ich könnte jetzt versuchen rüber zu schwimmen, aber ich habe da bestimmt gleich die Nachricht, was killed bei Megalodon oder Megapiranha. Was killed bei Karpfen. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Aber hier sind so viele schöne Dodos. Ich hab immer ein Dodo-Tame, aber ich habe ja keine Beeren. Hier wächst ja nix. In einer der Kisten sind noch ein paar drin, 29. Ja, also bring ich zur Kiste. Da waren auch bestimmt 10, 11 Dodos oder so. Ja, eben, sag ja, bring mich zur Kiste. Da hatte ich mir überlegt, haust du einen um, kriegst du einen mal Fleisch, aber hab ich gesagt, gut, wenn die anderen kommen, dann hast du auch wieder verloren, dann hast du gar nichts. Dann haben die Fleisch. Wenn die Schildkröte darüber schwimmen kann, dann kann ich das auch. Da war kein Megalodon gerade. Ja, häng dich einfach nur an. Genau, wenn das gut ist, dann greift der Megalodon nämlich die Schildi an. Gute Frage, Frankie, kann ich dir nicht genau sagen, aber es wird nicht mehr allzu lange sein. Also aller spätestens 2 Uhr Schluss, geh mal eher von eher aus. Habt ihr vergammeltes Fleisch bei euch im Campfeuer? Hat Goro gekocht? Arsch. Ich nehme das mal raus und schmeiße es weg, gell? Nein, nicht wegschmeißen, das brauchst du für Narkotics. Ah, okay. Aber, jo. Wobei. Und für Skorpione. Jo, richtig. Genau. Ja, Zaflu, tatsächlich ist das schon ins Eis fürs Kind umgewandelt worden. Gab 2-mal Schoko. Hat sich gefreut. Gucken, ob ich dann noch ankomme, bevor Ende ist. Oh, ich habe Level ab. Yay! So, gut. Es fehlt mir jetzt noch immer noch Thatch, super. Ja, sie haben an der Performance ein bisschen was gedreht. Das ist schon, also bei mir zumindest deutlich merkbar. Ich kann aber mal was machen, pass mal auf. Also es steht zwar dran, dass es bei mir nur 15 FPS soweit sind, aber ich bin der festen Überzeugung, es läuft gerade bei mir flüssiger. Und das mit den 15 FPS halte ich teilweise auch noch für ein Gerücht. Ich kann also auch, wie viele gesagt haben, dass du, wenn du auf einem normalen Server joinst, anstatt Singleplayer, dass du da mehr Performance hast, kann ich zum Beispiel gar nicht sagen. Wenn ich auf einem also privates Spiel mache, dann habe ich am Strand, wenn ein bisschen was los ist, am Tag so 30 Frames. Jetzt hier aktuell, gerade am Strand, habe ich 80 Frames. Ja, wie gesagt, also die Frames finde ich gar nicht so ausschlaggebend, weil ich habe von dem Flüssigkeitsgrad her kann ich sagen, ich habe hier definitiv mehr als die 13 bis 15 Frames, die mir angezeigt werden. Ja, definitiv, es läuft flüssig halt, ne?
Aber jetzt von den Frames her gesehen, habe ich im Singleplayer mehr Frames als wie jetzt auf dem Server praktisch. Aber im Allgemeinen läuft es trotzdem flüssig. Guck mal, ich kann ja mal. Das hier sind ja meine Settings momentan. Ich kann ja mal die Texturen auf High stellen. Ground-Clutter. Epic. Ja, ich habe sie auch die ganze Zeit auf Epic, also es macht ja nicht so viel Unterschied. Okay, aber ich hab's auf Mittel alles. Und Sky aus. Mal sehen. Wenn alles planmäßig läuft und ich irgendwie das bisschen Geld noch zusammenkriege, dann ist nächsten Monat die neue Grafikkarte drin. Was willst du für eine holen? Die GTX 79. Ja, das habe ich mir auch überlegt, top. Aber ob sich das so. Also ich habe jetzt aktuell habe ich die. was habe ich drin? Oder 670? Ich weiß gar nicht, warte mal, ich muss mal schnell schauen. Schwierig. Also die 79 ist top, da läuft alles wunderbar mit der. Ja, die 79 ist auch zum Beispiel Grundvoraussetzung, also die niedrigste Karte, um überhaupt wie sowas wie Oculus Rift nachzudenken. Wobei ich trotzdem nicht bereit bin, $1,500 für so eine scheiß Brille zu bezahlen. Ja, sehr verständlich. Die haben ja letztens die Preise herausgegeben. Anfangs soll die irgendwie $1,900 kosten und binnen von einem Jahr soll sie dann auf 1,500 runter. Wo ich mir auch so denke, hallo? Das hatte ich mir auch, na gut, aber da hast du dann irgendwie noch Zubehör oder so ein Scheiß mit dabei, ne? Ja, toll. Ist aber trotzdem der Preis gut, ja, schwierig. Schenken nicht unbedingt, aber meine alte werde ich definitiv verkaufen, die 750. Ja, ich habe aktuell jetzt die 670er drin und habe dann überlegt, die 970er zu holen, aber von der Leistung her, der Unterschied ist vielleicht von den Daten her okay, aber im Vergleich zur 670er genau mit Signum ist auch viel. Ich glaube 10% oder sowas, 15%, keine Ahnung. Ja, bei mir ist das halt was ganz Immenses an Unterschied. Was ich aber zuerst am Überlegen war, ich habe mein Arbeitskollege hat ja die MSI Edition von der GTX 79. Und ich war jetzt erst am Überlegen, ob ich mir die von Zotac hole, hier die Amp Extreme Edition. Die Overclocked. Ja, und wir haben das mal gegenübergestellt zu seiner, die 320 gekostet hat. Im Vergleich zu meiner, die 400 kostet, ist das nicht mal 0,5% Unterschied. Ja. Du kannst sie vielleicht besser nochmal übertakten so, aber im Endeffekt ohne eine passende Kühlung brauchst du auch nicht übertakten, also ist das Ganze sowieso hinfällig. Es ist zum Kotzen. Ja, gut, wenn du auf Wasserkühlung-Basis alles hast, dann ja, dann ist es egal, aber... Ja, also ich meine, mein Arbeitskollege, der ist halt ein extremer Übertakter. Du hast einen neuen Follower. Ich habe auch bei mir alles auf Wasserkühlung. Na gut, bis auf die Grafikkarte bei ihm. Drain the Tank, danke fürs Follow. Ach so, im Allgemeinen, ich war früher auch immer, was neu rauskam, hab ich mir gleich geholt und alles, aber jetzt... Nein, ich glaube, er meinte wirklich die Grafikkarte. Ja, aber in dem Bereich wird sich das bewegen, Freddy. Also vielleicht sogar ein bisschen weniger. Die ist jetzt ein Jahr alt, also bei mir in Benutzung. Genau, so die Frau als Giveaway einfach verschickt. Rein in Karton. Für 100 sorge ich dafür, dass sie die dir persönlich vorbeibringt. Das weiß sie zwar noch nicht, aber ist schon irgendwie geregelt. Das Einzige, was mich reizen würde, war die 89er Ti. Ja, die kostet aber auch mal auf die schnelle 800 Euro, ne? Das ist das Problem. Na gut, die wird noch am Preis fallen. Also ich glaube jetzt aktuell 700 und ja. Naja. Geht nicht viel bis zu 800, aber. Also die Leute, die haben ja immer rumgemeckert, so wegen dieser geringen Speicheranbindung der 79. Ja. Ich muss dazu sagen. Na, die verarsche, sagen wir es mal so. Ja, ja, klar, nee, aber ich kenne auch ein paar Leute, gerade aus den Let's-Player-Kreisen, die darüber sich mokieren. Und ja, und alles, was denn 4K-Richtung geht, ist die ja sowieso nicht zu gebrauchen, wo ich mir denke, also mehr als 1920 ist bei mir sowieso nicht. Egal, ja, wie gut die Grafikkarte ist. Selbst auch 4K kannst du mit der locker machen, da gibt's gar kein Problem mehr. Das Problem ist nur einfach, wenn der Speicher hinaus über diese 3,5 geht, dann greift er halt auf den langsamen Speicher zu und das ist halt das Problem, wo die Karte dann ausgebremst wird. Ja, ja, das ist das einzige Problem an dieser ganzen Scheiße.
Ja, da, aber was ich so scheinheilig finde, weißt du, solche Aussagen lese ich von Leuten, die ja selber sagen, sie sind keine Grafikhuren. Sie legen ja keinen Wert auf Grafik, wo ich mir auch so denke, okay, auf der einen Seite beschwert ihr euch, dass ihr nicht in 4K genau. Raufgehen könnt, auf der anderen Seite sagt ihr, Grafik ist euch nicht wichtig. Hä? Ja, das ist, ja, gibt halt immer irgendwie, man muss halt immer was dazu sagen können, ne? Sagen wir es mal so. Ja, deutsche Mentalität, wenn man nicht meckern kann, ist man nicht zufrieden. Genau. Ja, und richtig. Und wenn es nichts zu meckern gibt, dann sucht man sich was. Ich habe jetzt hier aktuell auch mein erster Monitor, der ist hier 24 Zoll und das reicht und auf Full HD passt. Muss man da hier nicht irgendwie, was weiß ich, hier 128.000 Zoll hinstellen oder sowas. Nee, eben abgesehen davon, 4K-Monitore hat sowieso fast keiner zu Hause. Ich hatte mir das jetzt mal spaßenshalb mal angeschaut, aber nicht wegen Zocken, sondern so im Allgemeinen halt auch. Aber es sind los. Vor allen Dingen gibt es ja so viele Unterschiede von der Qualität her, dass sie auch wieder Wahnsinn. Ja, vor allem finde ich so geil, die Leute, die machen jetzt einen riesen Hype, weil YouTube gesagt hat, oh, guck mal, wir haben 8K-Videos, wo ich mir so denke, weißt du, 5% der Zuschauer haben 4K-Monitor. Das 8K-Video ist aber nur auf 6K aufgenommen worden, ne? Ja, ja, klar. Implantiert irgendwie auf 8K. Ja, aber die sind jetzt schon mittlerweile alle so heiß, oh, und 8K, wo, wie gesagt, wo ich mir denke, so 5% aller YouTube-Zuschauer haben vielleicht einen 4K-Monitor gerade, mal mit 8K können die gar nichts anfangen. Richtig. Ja, wir die müssen halt dann 2x4K-Monitor hernehmen. Oder sowas, ja, und wir teilen das. Mr. LaPierre, das kommt auch immer aufs Spiel drauf an. Also es muss nicht zwingend so sein, dass wenn die Grafik, also die 79 in diesen langsamen Speicher reingeht, dass es dann ruckelt oder sowas. Es kann sein, wenn das Spiel zu komplex ist. Ja, es kommt halt immer darauf an, wie das Spiel was für Anforderungen hat. Ob es mehr jetzt für Grafik ausgelastet ist oder beziehungsweise für CPU halt. Oder RAM, eben, je nachdem. Wenn du eine starke CPU hast, die da ein bisschen was kompensieren kann, dann wirst du da auch nie Probleme haben. Also aktuell, so wie ich es gelesen habe, ist so die 79 trotzdem immer noch eine Kaufempfehlung. Ja, allein schon vom Preis, ja. Ja, deswegen. Ich meine, du hast ja keine wirkliche Alternative. Die Alternative wäre halt die R9 von Radeon. Ja, die ist aber trotzdem, das ist keine richtige Alternative. Das Einzige, worauf du warten kannst, ist hier auf die Fidschi Chip-Reihe und selbst da... Auf die Reihe, ja. Kommt ja jetzt auch bald, ne? Ja. Deswegen, da warte ich mal ab. Also, ich muss ja ehrlich sagen, also ich möchte ja den anderen Grafikkarten sicherlich auch eine Chance geben, aber wenn ich sehe, dass viele Spiele als erstes für Nvidia-Grafikkarten optimiert werden, weil es halt die bessere Partnerschaft für viele ist, wäre es blöd, sich eine Radeon zu holen. Das ist das Nächste und wie gesagt, ich weiß nicht, wie viele Jahre das schon her ist. Da hatte ich mir mal eine RTX geholt. Einfach nur vom Preis-Leistung her. Habe ich einmal gemacht, nie wieder. Ja, ich habe meine letzte abgeschossen. Ne, es gibt auch andere, die sagen, die schwören auf RTX und alles. Mag ja alles gut sein. Aber wie gesagt, von dem Spiel her, die meisten Probleme, die es dann in Spielen gibt, die neu rauskommen und alles, das ist meistens von der RTX-Fraktion. Freddy, dann prüf aber bitte mal, ob meine 750 Ti gegen deine 550 Ti wirklich so viel besser ist. Ja doch, eigentlich schon. 750 Ti ist schon ein größere Sprung. Ja, 550. aber auch nicht so viel. Also ich habe die... Ach, jetzt muss ich mal überlegen. Na gut, ich sag mal, die 50 am Ende, das ist schon schwierig, aber... Von der 500er Reihe zur 700er Reihe ist schon ein Vorsprung. Ich glaube, ich habe sogar die Overclocked-Variante von Zotac, aber ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, welche ich habe. Ja, Mr. Guck, da ist es ja, der i7-4790K, wenn du den auch noch ein bisschen optimiert hast, dann packt der ziemlich viel von der Grafik mit rein. Mit den, also den i7, den hat mein Arbeitskollege auch mit in Kombination mit der MSI 79 und der hat gesagt 1A, absolut geil. Gab's da noch irgendwelche Probleme, ne, mit dem Fiepen oder sowas? Ja, das Spulfiepen. Ja. Deswegen wollte ich ja die Zotac haben, weil die für das Spulfiepen am wenigsten... Bei MSI, ne, das Problem, ja. Ich glaube. Also Mais. Hallo, Elimech. Hallo. Mahlzeit. Ja, aber wie gesagt, wenn dein Gehäuse dementsprechend gedämmt ist, dann stört dich das. Tag ein, Tag aus.
Das Spulenfiepen auch nicht mehr. Nein, aber es ist überhaupt eine Sauerei, sowas rauszugeben. Ja, ja, sicher. Und Nvidia hat es ja abgestanden. Also jetzt wegen dem Fiepen nicht unbedingt, aber wegen dem Speicher, dass das halt dann minderwertiger wäre. Die haben es ja bis heute nicht zugegeben. Ne? Die haben ja nur so rausgeredet.